Liebe Leute, heute schauen wir uns das Relais an. Wie lange ist es funktioniert und warum es nicht mehr funktioniert. Also das ist das Hupenrelais, was wir hier in der Hand halten. Und man sieht hier unten die Kontaktstifte, die in den Sicherungskasten gehen. Die sind nicht mehr so ganz in Ordnung. Und hier auf der anderen Seite ist eine Spule. Diese Spule, wenn da Strom durchfließt, zieht diesen Stift, der hier oben ist, nach unten. Und also ein bisschen schwierig mit dem Scharfstellen, weil er so klein ist. Also man sieht, dass es ziemlich winzig ist, aber es geht. So, und man sieht hier hinten, sieht man, dass da der Kontakt durchlässig ist. Und mit dem Teil hier, also das an der Seite, wenn da der Kontakt hergestellt wird, dann hupt die Hupe. So, und wenn hier Strom durchfließt, ja, dann zieht es diesen Stift nach unten. Und wenn der Stift nach unten geht, dann kommt der Kontakt zustande mit dem Teil hier vorne und das Fahrzeug hupt. Warum das bei der Hupe ein Relais sein muss, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, weil ich drücke auf den Knopf und dann passt es ja. Warum da tatsächlich ein Relais drin ist, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich da an der Stelle, wo das Ding hier hingehört, da steht Horn, also Hupe. Keine Ahnung, warum man da ein Relais braucht. Keine Ahnung, vielleicht eine kleine Verzögerung, ich weiß es nicht. Genau, das ist das Relais. Eventuell funktioniert das Relais auch noch, weil es innen sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das hier ist das Gehäuse. Und das Einzige, was halt wirklich nicht mehr so schön aussieht, sind die Kontakte hier in dem Fall. Ja. Also das ist das Einzige, was nicht mehr so doll aussieht, aber ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich noch verwertbar. So, kommen wir zu etwas anderem, und zwar der Warnblinker. Man sieht es schon. Das ist jetzt nicht kaputt, weil ich irgendwie damit grob umgegangen bin beim Aufmachen. Nein, das ist tatsächlich so da drin aus. Sah tatsächlich da drin so aus. Man sieht gar nicht mehr genau, wie das zusammengehört. Kein Plan. Das baumelt hier nur noch so rum. Und man sieht, dass das hier stark korrodiert ist. Hier drinnen sind sogar noch Reste. Also echt übel. Also das Ding werden wir auf jeden Fall nicht retten können und das lohnt sich ja nicht. Und blöderweise habe ich dabei mir den Finger aufgeschlitzt, ja, als ich die Dose hier aufgemacht habe, weil ich wollte es nicht mit Gewalt öffnen, weil ich sonst Angst hatte, dass ich es kaputt mache und ich nicht mehr gucken kann, wie es aussieht. Aber man sieht hier, ne, hier schau mal, das bröselt richtig schon auseinander. Also das hier ist richtig, ja, kaputt. So, um euch mal zu zeigen, ja, das hier sind diese sogenannten Glassicherungen, von denen ich euch erzählt habe, die jetzt in den Dodge drin sind. Das hier ist jetzt eine mit 30 Ampere, glaube ich. Das ist die dickste, die jetzt da drin, die wir haben. Und so sieht es aus, wenn die Sicherung zerbröselt. Ja? Mal gucken, ob man es scharf stellen kann. Ja, genau. Also in der Mitte ist so ein Metallteil, ja. Warte mal, ich hole nochmal eine neue Sicherung. Aber ich glaube, ich selbst erklärt, ja, da ist in der Mitte so ein Metallteil. Jetzt habe ich die dünnste genommen. Die Verbindung muss natürlich da sein. Wenn die nicht da ist, geht sie gar, ist kein Kontakt mehr da und das Licht geht nicht mehr. So, und in dem Fall hier ist die Sicherung durchgebrannt. Da ist dieses Metallteil da drin. Wenn es zu heiß wird, zum Beispiel weil zu viel Strom durchfließt, dann ja, trennen sich die zwei Verbindungen und das Licht geht nicht mehr. Das ist eigentlich im Prinzip ein Schutzmechanismus, damit das Kabel nicht anfängt zu brennen oder irgendwas anderes kaputt geht. Deswegen lieber erst die Sicherung, weil die kann man leicht ersetzen. Und genau. So. Und so sehen die Sicherungen in neueren Fahrzeugen aus. Ja, also hier ist der Eingang, da ist der Ausgang oder andersrum. Und in der Mitte ist ein Draht. Je nach Stärke, das sind jetzt 5 Ampere. Mal gucken, ob man es ein bisschen schärfer stellen kann. So, genau. Man sieht es, ne? Den Draht da in der Mitte. Und das sind jetzt 5 Ampere. Und wenn zu viel Strom unterfließt, dann zerschießt es da in der Mitte den Draht. Und es ist kein Kontakt mehr da. Und dementsprechend funktioniert das Licht oder was auch immer, die Sicherung, für was die Sicherung ist, nicht mehr. Nur damit ihr mal das gesehen habt, den Unterschied, ja, also Oldschool, neu. So,
Ja, genau. Das kann jetzt Müll, Relais auffüllen, macht nicht viel Sinn, weil wir haben noch eins. So schnell sollte das nicht kaputt gehen. Und ja, da ist eh die Frage, ob das Relais danach nicht noch funktioniert. So, ja. Licht habe ich jetzt auch umgebaut. Zeige ich mal. Der Scheinwerfer ist wieder an seinem Platz. Und der Blende drumherum, schön glänzend, habe ich schön poliert. Sieht so ordentlich aus. Und hier drinnen ist das neue Kabel, ja, für den Scheinwerfer, also für die Standlampe. Da hinten, das da. Warte, sieht man es? Da. Das Kabel da. Was man da hinten sieht, da ist ein Stecker. Das ist die Masse und das ist das, was dann, ja, was Strom liefert, sage ich jetzt mal. Und das geht hier hinten dran. Das ist hier. Und das geht hier hinten rein. Und da ist das Licht vom Seitenbegrenzer, also von dem hier. Und hatte jetzt tatsächlich Glück. Es war das erste Kabel. Es gab zwei Kabel, wie man hier sehen kann. Einmal schwarz und einmal schwarz mit, ja, gelb oder orange. Man erkennt es nicht mehr so ganz. Und das Gelbe mit dem Schwarz, das ist das richtige Kabel. Und das haben wir an die Standbirne vorne also verbunden. Und jetzt funktioniert das. Auf der anderen Seite natürlich dasselbe. Jetzt können wir mal testen, ob es funktioniert. Da haben wir unseren Lichtschalter. Eine Stufe ziehen. Man kann es auch zwei Stufen ziehen, dann ist es abwendlich dann. Seitenbegrenzer leuchtet. Standlicht leuchtet. So, das ist jetzt für Deutschland so dann konform und in Ordnung. Yippie! Jetzt habe ich mir hier noch so ein nettes kleines Spielzeug geholt. Das gab es beim Lidl, Aldi, weiß ich nicht, für 2,99 €. Und das ist ziemlich cool, weil man das an die Batterie anschließen kann und gucken kann, wie der Zustand ist von der Batterie. Also sprich, ob sie am Arsch ist, ob sie geladen werden muss oder sonstiges. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Mal gucken, ob man es erkennt. Wir halten es falsch rum. Erkennt man was? Nee, auf jeden Fall. Das hier, diese Batterie war in dem Dodge drin ursprünglich gewesen. Und als wir den bekommen haben, ist der ja nicht so richtig angesprungen. Und jetzt sieht man es leider nicht so gut. Aber das hier unten ist die Birne. Da steht, dass die Batterie vermutlich defekt ist und dass man sie kontrollieren muss. Oder dass sie hier, das ist, dass sie leer ist, also die Birne. Ja, also demnach, die Batterie ist vermutlich tatsächlich komplett am Arsch. Wir hatten die auch mal angeschlossen gehabt, aber die hat sich einfach tatsächlich überhaupt nicht laden lassen. Und die sieht auch schon tatsächlich uralt aus. Und ich nehme mal an, dass die nicht mehr in Ordnung ist. So, dann haben wir noch eine Batterie. Die ist aus dem Schlacht-Cadillac. Einmal. Zweimal. So. So, dann kann man hier auf 12 Volt stellen. Das zeigt jetzt gar nichts an. Das ist ganz komisch, weil die eigentlich mal funktioniert hat, ganz gut. Die zeigt jetzt weder very charged an, noch halb oder sonst irgendwas. Die zeigt tatsächlich gar nichts an, ja. Bei 6 Volt zeigt sie very low. Die hat man einmal 2, 3 Tage angeschlossen gehabt am Ladegerät und da ist einfach gar nichts passiert. Also die geht wahrscheinlich auch nicht mehr. So, und jetzt haben wir die Batterie von unserem Dodge. 12 Volt. Die ist jetzt halb voll. Und genau, die ist eigentlich jetzt ziemlich in Ordnung. Jetzt hat die natürlich viel Strom verloren durch die ganze Zeit mit diesen Lampen rumfummeln und ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Das kostet natürlich jede Menge Strom. Normal müsste er trotzdem angehen, ansonsten müsste man fernstarten und dann ein bisschen laufen lassen. Aber die Batterie ist tatsächlich nur in Ordnung und das ist eigentlich echt witzig, weil die schon, die war damals in unserem Cadillac drin, den wir jetzt auch schon knapp 10 Jahre haben. Das ist schon irre, wie krass haltbar diese Optima Yellows sind. Also die sind richtig, richtig mega gut. Da bin ich echt erstaunt.